durchhalten. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Redebeiträge gehört und ich muss da immer meinen Senf dazugeben. Zum Thema Ukraine wollte ich noch ein paar Takte sagen, die da ziemlich schnell in Vergessenheit geraten. Vorhin wurde die Frage gestellt, was wollen die USA da? Und mir ist da letztens eine ganz interessante Information zugespielt worden. Ja, einerseits könnte man jetzt sagen, okay, da geht es um Öl. Das geht ja meistens irgendwie um Öl. Es geht wahrscheinlich auch teilweise um Öl, aber es geht um viele andere Dinge auch. Eine Sache ist mir zugespielt worden von einem Studenten, der sich mit, ich weiß nicht was das war, Rohstoffkunde auseinandergesetzt hat. Und er hatte wohl ein Referat gehört über Titan. Titan, kennt ihr da? Titan ist ein ganz wichtiges Metall. Und mit Titan ist es so, Titan gewinnt man aus Rutil. Rutilvorkommen gibt es in Australien, auch in China gibt es, glaube ich, welche, und in Afrika gibt es auch welche, Südamerika gibt es welche, und Überraschung, es gibt auch welche in der Ukraine, und zwar sehr gewaltig große Titanvorkommen. Aha. Was ist mit den anderen Titanvorkommen? Australien, Afrika, hat sich China schon geschnappt. Das heißt, die Ukraine ist das letzte Vorkommen für Rutil, also ergo Titan, dass sich die USA, besser gesagt die NATO, unter den Nagel reißen kann. Wozu braucht man Titan? Titan ist ein kriegswichtiger Rohstoff. In der Militärindustrie ist in etwa ein Drittel des Metallbedarfs Titan. So, da habt ihr schon mal einen kleinen Hinweis, was man dort will. Eine andere Sache, was man in der Ostukraine machen möchte, hat Zbigniew Brzezinski selber schon vor kurzem gesagt. Im Grunde genommen sind das alles keine Geheimnisse, man muss nur ein bisschen hinhören. Zbigniew Brzezinski, auch bekannt als die graue Eminenz im Staate der USA, ständiger Berater des Präsidenten und das schon seit zig Jahrzehnten. Zbigniew Brzezinski hat die Taktik vorgestellt für die Ukraine und die besagt schlicht und einfach, dieses Land wird jetzt so lange kaputt gemacht, bis Russland anfangen muss, dieses Land mit eigenen Mitteln wieder aufzubauen. Es ist die einzige Möglichkeit, die die USA momentan haben, Russland zu schwächen, weil in einem offenen Krieg Russland nicht zu besiegen ist. Das heißt, man muss Russland schwächen und das macht man am besten, indem man Russland dazu zwingt, Wiederaufbauhilfe in die Ukraine zu schicken. Das ist der langfristige Plan. Das heißt, der Ukraine-Krieg ist nicht dafür gedacht, dass dort irgendjemand irgendetwas gewinnt. Es geht nur darum, dieses Land so lange zu zerstören, wie es nur geht, damit so viele finanzielle Mittel wie möglich aus Russland abgezogen werden und Russland damit destabilisiert wird. Muss man mal einfach ein paar interessante Internetseiten besuchen. Wie gesagt, das sind keine Geheimnisse, das sind offizielle Aussagen der US-Regierung. Also wie gesagt, es gibt da keine Geheimnisse. Ich fand den Beitrag ganz nett zum Thema Spiegel. Spiegel habe ich auch lange Zeit gelesen, informativerweise, und weil ich auch so gerne darunter Kommentare geschrieben habe. Habe auch übrigens darüber den Schritt nachher zu den Mahnwachen gefunden, aber das ist eine andere Geschichte. Was im Spiegel, wie auch in allen anderen großen Medien heutzutage angewendet wird, und das ist sehr hilfreich, wenn man das den Leuten mal vermittelt, ist, in den meisten Texten findet man die sogenannten Ilinsky-Strategien angewendet. Könntet ihr mal googeln, wie hieß der gute Mann? Saul Alinsky. Saul Alinsky war ebenfalls ein Friedensaktivist, einer der ersten Stunde, sogenannter Graswurzelaktivist. Und Saul Alinsky hat Taktiken zur Manipulation der Meinung entwickelt, damit man die Meinung der Graswurzelbewegung durchsetzen konnte. Wie das aber so oft mit guten Taktiken ist, werden sie auch ganz schnell von der Gegenseite okkupiert und das ist in diesem Fall passiert. Und die sind so gut, dass sie heute jeden Tag, wirklich jeden Tag im Fernsehen und in der Zeitung angewendet werden. Ich werde vielleicht nochmal die Orga bitten, vielleicht das auf die Seite zu stellen, dass ihr alle mal diese Alinsky-Strategien kennenlernt und vielleicht das auch anderen Leuten vermittelt, damit man direkt sieht, okay, hier wird manipuliert. Und wenn jemand solche Taktiken anwendet, dann ist es klar, dass er eine Meinung manipulieren möchte. Insofern, lesen bildet. Lest euch das mal durch. Wie gesagt, googelt Alinsky-Strategien, Saul Alinsky, auch die Biografie von dem Mann, sehr, sehr interessant. Kann ich nur jedem empfehlen. Okay, das waren meine 5 Cent dazu. 2 Cent.